Jo Leute, was geht? Willkommen back zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und heute zu einem Experiment. Ich glaube, wir alle haben es mitbekommen. Mudryk ist ja gewechselt. Mykhailo Mudryk ist ja zu Chelsea gewechselt. Und in diesem Experiment wollen wir herausfinden, in welchen der Top 5 Ligen würde er am besten abschneiden. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe und deswegen werden wir das Ganze, ja, umsetzen. Wir werden ihn zu den mitbesten Teams der Top 5 Ligen jeweils transferieren und dann schauen, ja, in welchem Team oder in welcher Liga besser gesagt würde er am besten, ja, abschneiden. Und zu Beginn sind wir in der Premier League bei Chelsea, dahin, wo er auch in echt gewechselt ist. Wir werden ihn hier zum rechten Flügel umtrainieren. Zürich habe ich schon freigegeben, damit er ja der Einzige ist, der quasi auf dieser Seite spielen kann. Und ich würde sagen, wir starten sofort rein, schnack nicht lange rum und schauen mal, ja, wie gut er in der Premier League bei Chelsea abschneidet. Die Saison ist vorbei. Ich will jetzt mal darauf zurückblicken, ob Mudryk sich gut entwickelt hat, ob er viele Scorer gemacht hat. Und ich würde wir schauen mal drauf. Er hat zumindest schon mal plus 5 Gesamtstärken gemacht. Das ist nicht schlecht. Wie viel Scorer hat er gemacht? Er hat tatsächlich nur 28 Mal gespielt und eine Vorlage gemacht. Das ist auch relativ enttäuschend. Ich glaube, das liegt größtenteils daran, dass da das Team schon extrem stark ist. Obwohl sie keinen klassischen rechten Flügel haben, haben sie scheinbar wahrscheinlich Pulisic öfter mal eingesetzt. Sterling kann ich mir vorstellen. Vielleicht haben sie ja auch Mount öfter mal eingesetzt auf dem rechten Flügel. Das bedeutet vielleicht, wenn ich jetzt in die anderen Ligen gehe, werde ich Mudryk nicht zu den besten Teams stecken, sondern zu den zweitbesten. Also zum Beispiel in der Bundesliga zu Dortmund oder irgendwie so, damit er genug Spielzeit bekommt. Aber ja, in 28 Einsätzen kann man durchaus mehr als eine Vorlage machen und die Vorlage hat der im FA Cup gehabt. Also ich denke mal, dass wir tatsächlich ja, in der Premier League mit die schlechtesten Statistiken gehabt gesehen werden haben. Deswegen gehen wir jetzt zur Bundesliga. Ich werde ihn zu Dortmund transferieren und dann schauen wir mal, wie gut er sich dort entwickeln kann. Auch die Saison in Dortmund ist vorbei. Schauen wir mal zurück. Wir sind weiter geworden. Davon bin ich jetzt einfach auch mal ausgegangen. Rein von den Ergebnissen war das nicht so schlecht. Leverkusen wird einfach Erster, aber das ist vollkommen egal. Wir sind, glaube ich, auch im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Deswegen hat er vielleicht da auch nicht ganz so viele Spiele. Er hat weniger Spiele insgesamt zu bestreiten als bei Chelsea, weil die natürlich mehr in der Liga sind. Aber vielleicht hat er insgesamt mehr bestritten. Schauen wir mal. Da ist er 33 Spiele hat er bestritten. Das ist auf jeden Fall mehr als in Chelsea. Und er hat auch mehr Scorer. 2 Tore, 4 Vorlagen. In der Bundesliga 2 Tore, 3 Vorlagen und in der Champions League eben noch eine Vorlage. Es ist schon mal besser. Er hat sich aber auch nicht ganz so gut entwickelt. Nur 4 Gesamtstärken statt 5. Hat mehr Scorer. Aber das ist auch noch nicht das, was ich mir so erwarte von ihm. Bislang enttäuscht er mich tatsächlich schon ein bisschen. Ich trainiere natürlich seine Position immer hin und her, da, weil ich immer hoffe, dass er ein paar Gesamtstärken plus macht. Hat er in dem Fall aber leider wieder nicht. Er macht das meiste über die Entwicklungspläne. Obwohl er hier in Dortmund eigentlich nicht die krasseste Konkurrenz hatte, war es am Anfang schon so, dass er nicht Stammspieler war. Jetzt bin ich gespannt, wie es dann eben in der Ligue 1 aussieht. Ich weiß noch nicht. Ich denke mal, ich werde ihn nicht zu Paris transferieren, weil die zu viel gute Spieler haben und er da, auch wenn ich Messi und Neymar beispielsweise freistellen würde, wahrscheinlich immer noch von anderen Spielern ja aussortiert wird. Ich schaue mal, wo ich in der Liga hinwechsle. Vielleicht zu Olympique Lyon, vielleicht zu Lille, vielleicht zu Marseille. Das werden wir aber dann sehen, wenn er in der Liga eine Saison gespielt hat. Ich bin zu Lyon gegangen und habe da Mudryk hintransferiert und schau mal, wie es sich hier entwickelt hat, was für Scorer er hat. Schauen wir zuerst mal auf die Tabelle. Wir sind Zweiter geworden. Das ist schon mal sehr gut. PSG nur Vierter. Also die PSG-Dominanz scheinbar nicht ganz so krass da. Schauen wir dann auch schön mal auf Mudryk. Wo haben wir ihn denn? Der ist nämlich LM geblieben. Er ist 5 Gesamtstärken wieder nach oben. Wie beim ersten Mal hat auch mehr Spiele mit 39. War endlich mal unangefochtener Stammspieler. Hat aber nur insgesamt 6 Scorerpunkte mit 2 Toren und 4 Vorlagen. Ist das tatsächlich eher enttäuschend. Wieder einmal. Ich dachte vielleicht hier bei Lyon schafft das. Klar, er war Links-Mittelfeldspieler. Wir haben mit einer Dreikette gespielt. Ich kann euch mal die Formation zeigen. Da ist er natürlich nicht der Offensivste. Aber ich sag mal so, er gehört zu den Gesamtstärken besten dazu. Also
Mit so einer 80 ist ja schon nicht der allerschlechteste und könnte vom, also zumindest denke ich, dass bei so einer guten Saison vielleicht schon 10 Scorerpunkte plus dazu steuern, beisteuern. Hat er nicht. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal in die Serie A, denn da glaube ich tatsächlich, hat er vielleicht sogar die besten Chancen, ja, viele Scorer zu machen. Ja, das war das Ende der Saison. Ich habe ihn zu Milan transferiert. Und was krass ist, ich wurde gefeuert, obwohl es eigentlich echt gut lief. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir das eigentlich ganz gut über das Ganze schaffen, also über die ganze Saison hinweg schaffen. Wir haben gut gespielt, deswegen schaue ich jetzt hier in die Teamstatistiken. Und Mudryk hat 37 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen. Das ist bislang die beste Saison. Unter anderem auch, weil er noch 2 weitere Treffer hat. Einen in der Champions League und einen beim italienischen Cup. Ich habe immer zwischendrin geschaut, ob er regelmäßig spielt. Er hat die ganze Zeit jedes Spiel fast gespielt. Ich glaube, der war einmal kurz gesperrt. Ich muss sagen, 5 Tore, 4 Vorlagen bislang die beste Saison, beziehungsweise halt 7 Tore und 4 Vorlagen. Das erste Mal zweistellige Scorer-Punkte. Wir können jetzt noch mal kurz schauen, welche Gesamtstärke er hat. Er hat die meiste Zeit eine 80 jetzt gegen Ende, aber vielleicht hat er ja tatsächlich sogar eine 81 bekommen und hat sich dann noch mal eine gesteigert. Er hat sogar eine 82. Er hat sich einfach 7 Gesamtstärken nach oben entwickelt. Und das ist richtig, richtig krass. Das würde ich sagen, war bislang seine beste Station und damit auch bislang, einfach die beste Entwicklung, die er hingelegt hat. Die meisten Scorer-Punkte, aber es ist noch eine Liga offen und das ist natürlich die La Liga. Zu welchem Club er da geht, das weiß ich echt noch nicht. Bei Real, Barcelona, Atletico, das sind eigentlich Teams, die zu gut sind für ihn. Da müsste ich auch viele richtig gute einfach entlassen, Spiele halt auch, und dann werden trotzdem noch Leute vor ihm spielen. Ich kann aber auch nicht zu einem zu schwachen Club gehen, weil sonst wird er halt eben von Barcelona, Real und Atletico komplett überrannt. Das werden wir dann sehen am Ende der Saison in der La Liga. Ich habe ihn zu Atletico Madrid transferiert und ich muss ganz ehrlich sagen, das war mit Abstand, glaube ich, die beste Saison, die ich als quasi Trainer, sage ich mal, übernommen habe. Gehen wir erstmal auf die Liga, da sind wir nicht Meister geworden. Das ist eigentlich schon sehr überraschend und auch irgendwo enttäuschend, weil wir echt kurzzeitig so derbe gut gespielt haben. Sind Zweiter geworden, wie glaube ich in 4 von 5 Fällen jetzt. Und in der Champions League sind wir gegen Barcelona im Halbfinale rausgeflogen, obwohl wir das erste Spiel gewonnen haben. Und wir haben, meine ich, das Finale auch im spanischen Pokal verloren. Wie Mudryk abgeschlossen hat, das werden wir uns jetzt gleich mal reinziehen. Griezmann hat eine Bombensaison gespielt, das ist brutal. Der hat krass gespielt. Gehen wir auf Mudryk und der hat 56 Spiele, die meisten bislang gemacht, hat 12 Tore und 2 Vorlagen. Das ist somit die beste Saison, die er bislang gespielt hat. In der Liga 8 Tore, eine Vorlage, das ist okay. In der Champions League 4 Tore, eine Vorlage, das ist sogar sehr gut. In der Copa de España leider gar nichts, aber sonst 14 Scorer, das ist schon nicht schlecht. Natürlich ist noch viel Potenzial nach oben, aber per se ist das nicht allzu schlecht. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich bislang seine beste Saison. Und ich denke mal, wenn man natürlich ein bisschen weiter mit ihm simuliert, wird er immer mehr Scorer machen. Und das ist wirklich auch sehr, 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 sehr gut. Hat er sehr gut gemacht. Also, das Fazit ist, in der spanischen Liga hat Mudryk tatsächlich die meisten Scorer, die meisten Spiele gemacht. Und hat auch die besten oder die weitesten, größten Erfolge gefeiert, wenn man das so sagen kann. Ob der Wechsel zu Chelsea dann viele war, das werden wir in echt sowieso noch sehen. Aber vielleicht hätte er sich überlegen sollen und warten sollen, bis ein Angebot von Atletico Madrid kommt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir sehen schon noch, ob er bei Chelsea viel spielen wird, ob er gut spielen wird, wie viel Scorer er macht, wie viele Spiele er letztendlich macht. Und ich denke mal, dieses Experiment war schon mal ganz schön, damit man so sieht, wie es zumindest im FIFA-Karrieremodus ist. Aber das sollte es auch gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und ciao.